Mahlzeit, Leute. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier auf MKOI Rockt. Heute geht es wieder einmal um eine Review. Heute habe ich euch mitgebracht Twilight of the Thunder God von Amon Amarth, den schwedischen Melodic Death Göttern. Wenn euch das Video gefällt, gebt den Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Kleiner Hinweis, ich verlinke euch die CD, wenn ihr Interesse habt, unten in der Videobeschreibung. Amon Amarth, die Melodic Death Metal Götter aus Schweden mit ihrem absoluten Mega-Album Twilight of the Thunder God. Kommen wir zum Album. Was gibt es Wissenswertes darüber? Twilight of the Thunder God ist das 7. Studioalbum von Amon Amarth und stammt aus dem Jahre 2008. Es ist erschienen bei Metal Blade Records und befasst sich vom Prinzip her mit den Sagen der nordischen Gottheiten. In dem Album werden verschiedene Schlachten beschrieben, unter anderem wie Thor gegen die große Schlange kämpft, gleich direkt im Titeltrack Twilight of the Thunder God. Dann geht es auch darum, dass Asgard zum Ende zum Ragnarök gestürmt wird. Sie besingen also ganz fleißig da die nordischen Götter, nordischen Helden und nordischen Sagen. Sehr, sehr geil. Viele kommen jetzt immer auf die Idee, dass Amon Amarth nicht Death Metal machen würde, sondern Viking Metal. Das ist aber so nicht richtig. Amon Amarth macht an sich selber Death Metal. Manche stecken sie halt auch in die Kategorie des Melodic Death Metals, was ich jetzt auch gar nicht so verkehrt finde. Nichtsdestotrotz, es wurde beim vorletzten Auftritt auf dem Wacken wurde es auch von Amon Amarth selber direkt angesagt, wir machen keinen Viking-Metal, wir machen Death-Metal. Kommen aber zu den Tracks einzeln an sich selber. Das Album ist an sich, wie ich finde, obwohl es eigentlich durchaus von den Uptempo-Songs geprägt ist, sehr abwechslungsreich. Hervortreten für mich besonders so Titel wie The Hero und aber auch Tater Banners Bloody Flags, was eher ein Mid-Tempo-Song ist, der aber sehr, sehr stampfend, sehr, sehr treibend ist. Ich finde den verdammt gut, den Song. Ansonsten geht es, wie gesagt, sehr, sehr melodisch zu. Lassen wir jetzt vielleicht mal Where's Your God außen vor. Ein sehr aggressiver Song, sehr, sehr treibend, sehr nach vorne. Ich finde das Album trotz der Durchgängigkeit des Melodic Death trotzdem sehr abwechslungsreich. Es ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Meine Favoriten auf dem Album, vergessen natürlich Tracklist immer nebenan. Meine persönlichen Favoriten sind auf diesem Album der Titeltrack Twilight of the Thunder God, The Hero und wirklich Tattered Banners Bloody Flags. Das sind wirklich so meine persönlichen drei Favoriten. Auf was für eine Wertung komme ich mit dem Album? Sind jetzt für mich persönlich nicht alle Songs so, dass ich sie ultimativ hoch werten würde. Das ist natürlich alles reine Geschmackssache. Das Album kommt bei mir auf 8,4 von 10 Punkten. Das ist eine solide 2. Das Ding kann man sich wirklich mal anhören. Ich finde es lohnenswert, macht Spaß, das zu hören. Und für alle, die das Vergnügen noch nicht hatten, Amon Amarth live zu sehen, haut euch die Jungs live rein. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Ich muss jetzt echt mal überlegen, wie oft habe ich sie jetzt schon live gesehen? Zweimal oder dreimal? Ich weiß es gerade echt nicht so genau. Aber das ist geil. Das lohnt sich. Hingehen, angucken, abrocken. Ballert richtig. Es gibt verschiedene Versionen von dieser CD. Es gibt einmal so diese normale Standard Jewel Case Version und dann gibt es, wie ich noch abgestaubt habe, so eine
Ja, das ist kein richtiges Digipack, aber mit so einem Pappschubern drumherum, so eine Version. Da ist noch eine zweite CD drin vom Summer Breeze 2007. Falls ihr noch die Gelegenheit habt, die abzugreifen, da habt ihr auch schon mal so ein bisschen Live-Eindruck von dem, was Amon Amarth da irgendwie macht. Ansonsten gibt es auch diverse Mitschnitte vom Wacken, die kann ich euch gerne unten auch nochmal verlinken. Wirklich reingucken, richtig, richtig geil. Wer den Mitschnitt aus dem Wacken, übrigens, Fun Fact am Rande, wer den Mitschnitt vom Wacken 2014 anguckt, der kann ja mal hier unten in die Kommentare schreiben, wo er oder sie mich in diesem Video nämlich entdeckt. Kleiner Tipp, ich surfe irgendwann via Crowdsurfing durchs Bild. Mal gucken, wer aufmerksam zuschaut. In dem Sinne, viel Spaß, wenn ihr euch das Ding zulegt. Wie gesagt, ich finde es lohnenswert. Es läuft bei mir wirklich regelmäßig durch. Ich habe sie auch sehr, sehr gerne mit zum Auto. Ich habe sie auch gerne mit dem Auto zum Fahren. Ist nicht allzu aggressiv, fuckt einen nicht zu sehr ab, wenn man irgendwelche Wichser im Straßenverkehr hat. Ich finde es gut, macht Spaß. Wie findet ihr das Album? Habt ihr es auch? Zieht ihr es euch rein? Wie findet ihr Amon Amarth? Schreibt es mit in die Comments rein, ich würde mich freuen. Ansonsten habt einen schönen Spätsommer, Frühherbst. Ach, scheiß drauf, Hauptsache das Wetter ist geil und man kann nochmal grillen. In dem Sinne, stay heavy, bis zum nächsten Mal, euer MK.